Dies ist das kurze Vorstellungsvideo des neuen Nokia Lumia 1320. Auf dem Presseevent von Nokia am 22.10.2013 wurden zwei neue Phablets mit einem 6 Zoll Bildschirm vorgestellt. Eines davon ist das Nokia Lumia 1320. Dieses besitzt eine Bildschirmauflösung von 720p mit 1280x720 Pixeln. In dem Gerät steckt ein Dual-Core-Prozessor, 1 GB Arbeitsspeicher und 8 GB interner Speicher. Außerdem hat das Gerät die üblichen Konnektivitäten und sogar 4G LTE und NFC eingebaut. Das Gerät ist zudem mit einer 5-Megapixel-Kamera auf der Rückseite und einer 0,3-Megapixel-Kamera auf der Vorderseite ausgestattet. Am wichtigsten ist jedoch der gigantische Akku, der in dem 1320 verbaut ist. Dieser hat eine Kapazität von 3400 mAh und schlägt somit alle vergleichbaren Geräte. Dazu kommt noch das Update des Betriebssystems Windows Phone auf die Windows Phone Version mit dem Namen Black. Das Gerät wird Anfang 2014 in Europa und Asien erscheinen und voraussichtlich 400 € kosten. Ich hoffe, dieses kurze Vorstellungsvideo hat euch gefallen, lasst es mich doch mit einem Kommentar oder einem Daumen hoch wissen. Vergesst außerdem nicht, mich zu abonnieren, so könnt ihr meine wöchentlichen Videos verfolgen. Das war LiveTech mit einem kleinen Ausflug in die Welt der Technik und ich bedanke mich, dass ihr dieses Video gesehen habt.